So, da habe ich gerade ein Münzversteck gesehen. Irgendwo hier war doch ein Münzversteck gerade. Das hat doch so geleuchtet. Ah, da. Irgendwo hier. Ah. So, was haben wir sonst noch hier? Ein Tor. Kommt man hier irgendwo rein? Wartet mal. Ich versuche mal jetzt hier. Tatsächlich ist hier so ein Gang, ne? Hier versuche ich jetzt erstmal reinzukommen. Da ist noch was. Was haben wir hier? Ein Geheimgang, Leute. Ein Geheimgang. Karte aktualisiert. Interessanten Ort entdeckt. Na, mal sehen, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Herausforderungen ins Dunkel. Okay. 1 von 5. So, hier ist ein bisschen Erz. Wofür brauchen wir das Erz? Vielleicht für Munition oder sowas. Pilze. Noch mehr Erz. Und kräftig. Sehr gut. Jetzt geht's hier rein. So, was finden wir hier? Was ist das hier? Ein Wandgemälde. Kokos von Nicea, der Astronom. Griechisch Stufe 3 schon. Also hier geht es auf alle Fälle lang und hier hinten geht es aber auch lang. Führt denn das hier hin? Oh, okay, warte mal. Da ist was Interessantes. Hier geht es anscheinend wieder zum Ausgang. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Oder kommen wir jetzt hier wieder raus oder was? Warte mal. Ne, hier liegt tatsächlich noch ein bisschen was. Münzen. Ein bisschen Holz liegt hier sogar. Drüben ist noch irgendwas. Nehmen wir mit. Aber ansonsten dürfte hier nichts weiter sein. Okay, also wir könnten jetzt hier lang gehen oder wir gehen jetzt hier weiter. Okay, da kommen wir jetzt hier hin. Warte mal. Gucke ich doch erstmal hier runter. Kann ich hier rüberspringen? Was haben wir hier? Ein Dokument auf alle Fälle. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum
und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten um Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Kennt ihr die Stimme? Genau, wer genau zuhört, der erkennt die Stimme. Das ist nämlich die Stimme von, also die deutsche Stimme von Joel aus The Last of Us. 1 und 2. So, da haben wir das erstmal. Also ein Oreri. Das ist anscheinend so ein Astrolarium oder so. Oder Astrolarium. Was haben wir hier drin? Haben wir hier auch noch was? Oh ja. Also für einen interessanten Ort ist das wirklich mal ein interessanter Ort. Hier sind sehr viele interessante Sachen. Sehr gut. So, mal lag hier noch ein Dokument. Nope. Gut, da können wir jetzt mal zu dem anderen Ort gehen, wo dieser Sarkophag lag. Mal sehen, was das ist. Was wir da finden. Ist gar nichts. Hä? Jetzt hab ich mich wohl ein bisschen verlaufen hier. Warte mal. Oder ich bin jetzt völlig falsch hier. Ja, hier war ich schon. Das dachte ich mir schon gerade. Hier waren wir doch schon mal. Woanders lang. So, jetzt gehe ich nochmal hier lang. Links gehe ich jetzt hier gerade weiter. Da ist das Ding. Ah, hier liegen noch ein paar Münzen, die können wir einsammeln. Können wir uns so die Bilder angucken? Nee. Schade. Ist hier noch irgendwas? So, was haben wir hier drin? Teil eines antiken Bogens. Okay, eins von vier Teilen. Interessant. Gut, ich denke, da haben wir das Ding hier abgeschlossen. Also diesen geheimen Ort. Da können wir ja wieder nach draußen gehen, ne? Hier waren wir. Ich laufe hier immer wieder in diese Richtung, ne? Keine Ahnung. Halt. Ah, ich dachte, das wäre vielleicht noch ein Dokument oder sowas. Oh, scheinbar doch nicht. Oh, Mensch. So, hier geht's aber raus. Man sollte auch immer häufig diesen Überlebensinstinkt schon nutzen. Damit man das auch alles so ein bisschen wichtige Sachen markiert bekommt. Wenn es einen schon mal geben wird, diese Fähigkeit, dann sollte man die auch nutzen, würde ich sagen. So, genau. Das war da. Nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs.
Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Er ist ein Psychopath, wenn das die Leute sind, die Trinity anheuert. Schlimm, schlimm. Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Moment mal, das sehe ich mir an. Zusammenbleiben. Wo kam das denn? Was ist das? Das kam von hier. Was ist das? Mann getroffen! Hab dich! Werf eine Granate! Okay. Das mussten wir jetzt so machen. Hätte man bestimmt auch anders lösen können. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen.
Dafür sollten Sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Die meisten Rationen sind bei der Explosion. Okay, der hat das bestimmt gesehen, ha? Mann getroffen! Ausschwärmen! Los! Okay, das war ein Grafikbug. Soll mir recht sein. Okay. Lief diesmal ganz gut hier, finde ich. Aber auch nur, weil dieser eine Bug da war. So, gleich mal wieder geheilt. Okay. Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Krass. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Anscheinend weiht Trinity nicht alle seine Leute ein, ne? Das hat er ja gerade gesagt, ne?